Kollege Florian Hahn, CDU-CSU-Fraktion. Noch eine größere Herausforderung hier. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vieles ist schon gesagt, was ich jetzt vermutlich auch wiederholen werde, aber das ist mir mal als letzter Redner bei einem Thema, wo wir in so großer Einigkeit sind, wahrscheinlich nicht ganz zu vermeiden. Und im Zweifel nutzt es vielleicht, um doch noch den einen oder anderen von der Fraktion Die Linken zu überzeugen, mitzustimmen. Wir wollen die Hoffnung nie aufgeben. Frankreich hat sich im Januar 2013 zur Unterstützung der malischen Truppen im Kampf gegen islamistische Einheiten im Norden entschlossen. Und in letzter Minute konnte so ein Vordringen dieser Rebellengruppen, die für Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden gesorgt haben, auf die Hauptstadt Bamako verhindert werden. Deutschland unterstützt Frankreich im Rahmen der EU-Mission mit Ausbildung und Beratung der malischen Armee sowie der UN-Friedensmission MINUSMA durch Transportflugzeuge. Das Mali-Mandat kann als ausgesprochen erfolgreich bewertet werden. Die Ausbildung und Beratung trägt Früchte und die Lage in Mali insgesamt hat sich vergleichsweise beruhigt. Unser Engagement im militärischen Bereich sorgt dafür, dass wir Sicherheitskräfte ausbilden, die in der Lage versetzt werden sollen, selbst dauerhaft für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Das ist ein wichtiger Teil unseres vernetzten Ansatzes, der natürlich auch den Aufbau von staatlichen und demokratischen Strukturen sowie wirtschaftlicher Entwicklung beinhaltet. Mit der Verlängerung des Mandats wollen wir die Mandatsobergrenze um 70 auf 250 Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Dies ist meiner Ansicht nach richtig und verhältnismäßig, wobei wir schon im Auge behalten müssen, dass die Zahl französisch sprechender Soldaten in der Bundeswehr begrenzt ist. Deshalb ist es gut, dass gestern in Paris der Einsatz der deutsch-französischen Brigade vereinbart wurde. Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir sicher, dass wir noch länger diese Aufgabe in Mali übernehmen müssen, um militärische Strukturen aufzubauen, die dann tatsächlich auch nachhaltig, selbstständig funktionieren können. Und im Wissen dessen, auch wenn wir das Mandat immer nur um ein Jahr verlängern, sollten wir die Infrastruktur für unsere Soldaten deutlich verbessern und auf ein längeres Engagement ausrichten. Der Einsatz in Mali zeigt, dass wir bereits erfolgreich Verantwortung für Afrika übernehmen. Und er zeigt, dass diese Verantwortung nicht alleine aus militärischen und auch nicht aus Kampftruppen besteht. Weitere Krisenregionen in Afrika beschäftigen uns bereits oder werden uns noch beschäftigen. Ich bin auch der Meinung, dass wir deshalb unser Augenmerk verstärkt auf den Kontinent Afrika richten müssen. Die CDU-CSU-Fraktion wird dazu einen eigenen Kongress machen. Dabei wird sie notwendigerweise differenziert Afrika als Kontinent, der sehr pluralistisch und heterogen ist, betrachten. Wenn immer sich die Frage nach einem neuen Einsatz und mehr Engagement für uns stellt, sollten wir aber noch intensiver als bisher folgende Fragen beantworten. Welche Interessen leiten uns in Deutschland oder Europa? Was wollen wir in welchem Zeitraum erreichen? Können wir das überhaupt erreichen? Wie wollen wir das erreichen? Welche Instrumente wollen wir einsetzen und haben wir überhaupt ausreichende Ressourcen dafür? Das gilt gerade auch für das Personal. Wir wissen beispielsweise, dass die Einsatzbelastung in Teilbereichen der Bundeswehr jetzt schon sehr hoch und manchmal auch grenzwertig ist. Wir, das Parlament, wollen zusammen mit der Regierung diese Antworten erarbeiten, bevor wir in neue Einsätze gehen und diese bestreiten. Auf diesen Prozess freue ich mich und er setzt viel Transparenz und Kommunikation auf allen Seiten voraus. Abschließend möchte ich allen deutschen Sicherheitskräften und Hilfskräften, speziell in Mali, für ihren Einsatz danken und alles Gute, Erfolg und Gottes Segen wünschen. Ich bitte um Zustimmung für dieses Mandat. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen